Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. In diesem heutigen Video werden wir uns aus dem 26. Spieltag der Bundesliga ein Team erstellen, also quasi Team of the Week selber erstellen, was wir glauben, was eben die besten Spieler werden, welche die besten Leistungen abrufen. Und dann schauen wir uns natürlich den Spieltag an. Ja, ich bin super gespannt und falls ihr mein Tipp-Video noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall rechts unten am i vorbei. Da habe ich nämlich meine ganzen Tipps abgegeben zum kompletten 26. Spieltag. Der erste Spieltag hier nach Corona-Pause. Ja, was ich da so tippe für die ganzen Spiele, also da unbedingt vorbeischauen. Und jetzt schauen wir hier auf Fanteam. Ihr könnt der erste Link in der Videobeschreibung anklicken und kommt dann auf Fanteam. Und auf Fanteam gibt es nämlich die coole Möglichkeit, ein Fantasy-Team zu erstellen. Und das ist eben genau das, was ich angesprochen habe. Wenn ihr euch über den Link in der Videobeschreibung registriert, kriegt ihr auch ein Free-Ticket. Also ihr könnt kostenlos mitspielen und müsst nichts einzahlen. Ihr könnt natürlich auch was einzahlen, ihr seht es hier, es gibt natürlich Möglichkeiten, also das was wir heute spielen und wofür ihr auch das Free-Ticket bekommt, kostet normalerweise 20 Euro. Das heißt, ihr hattet euch 20 Euro gespart. Das ist natürlich ab 18, das heißt, spielt bitte verantwortungsbewusst, aber das ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit hier von Fanteam, also mega Dankeschön auf jeden Fall. Also wenn ihr euch über den Link registriert, könnt ihr dieses 50.000er Turnier kostenlos spielen. Ihr könnt natürlich aber zum Beispiel hier auch einfach 50 Cent nur einzahlen, was ja auch echt komplett in Ordnung ist. Und ja, dann könnt ihr da auf jeden Fall auch ordentlich mitspielen. Bei diesem hier gibt es die Möglichkeit, dass der erste Platz, also der allerbeste, der das beste Team zusammengestellt hat, 10.000 Euro bekommt. Und ja, das wollen wir natürlich jetzt erreichen. Deswegen gehen wir mal kurz rein. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Dieses Format wird fast jeden Spieltag kommen. Ich probiere es jeden Spieltag zu bringen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Dann sehe ich, dass es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, kann ich das natürlich öfter bringen. Manchmal schaffe ich es dann zeitlich vielleicht nicht mehr und dann kommt nur das Tippvideo. Aber das Tippvideo kommt auf jeden Fall jedes Mal beim Vormspieltag. Dieses hier hoffentlich vor jedem, aber nicht garantiert. So, ihr habt jetzt ein Budget von 100 Millionen. Und von diesen 100 Millionen könnt ihr euch jetzt Spieler reintun. Ihr müsst natürlich 11 Spieler reintun, also eine ganz normale Startelf. Und könnt dann hier eben sehen, zum Beispiel ein Robert Lewandowski kostet 15 Millionen. Wenn ich jetzt sage, Robert Lewandowski wird bestimmt in diesem Team sein, dann kann ich mir den natürlich reinpacken. Verliere natürlich aber 15,5 Millionen von meinem Budget. Das heißt, ich habe natürlich dann letztendlich weniger. Deswegen muss man hier echt klug arbeiten. Man kann sich da natürlich immer verschiedene Stats auch anschauen von den ganzen Spielern. Man kann die als Kapitän benennen. Man kann jetzt hier Spieler Info zum Beispiel mal anschauen. Da sieht man nämlich, wie viele Punkte die gebracht haben. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Denn ihr könnt quasi mit eurem Team Punkte sammeln. Hier seht ihr, wie viele Punkte es gibt. Das heißt, wenn er bis zu 60 Minuten spielt, kriegt ihr einen Punkt. Wenn ihr über 60 Minuten spielt, kriegt ihr noch einen Punkt. Wenn der Spieler, den ihr habt, ein Tor schießt, zum Beispiel ein Stürmer, dann bekommt ihr 4 Punkte drauf. Wenn ihr einen Mittelfeldspieler zum Beispiel reintut, der ein Tor macht, dann kriegt ihr 5 Punkte, etc. etc. Es gibt aber auch Minuspunkte. Also das heißt, man muss echt gucken, dass man gute Spieler reinpackt, die wirklich Chancen drauf haben. Und dementsprechend bekommt man natürlich Punkte. Und der mit den meisten Punkten gewinnt dann das ganze Turnier. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Ich werde natürlich, wenn ihr Fragen habt, das im nächsten Video beantworten oder auch in den Kommentaren. Ich möchte jetzt nicht zu lange drumherum labern, weil sonst dauert das Video zu lange. Ich will das eigentlich relativ kurz halten. So, ich würde sagen, Lewandowski behalten wir aber drin. Ist ein sehr teurer Spieler, ich glaube der allerteuerste sogar. Aber der wird gegen Union Berlin spielen und der wird sicherlich auch das eine oder andere Tor machen. Hier sind übrigens so, Kreise, grün und grün-gelb und was auch immer. Die zeigen einem nur an, ob er spielt oder nicht. Also Lewandowski wird spielen, deswegen hier so ein grüner Kreis und CRC könnte spielen, kann auch nicht, vielleicht eben eingewechselt, das ist so die Tendenz hier und deswegen kann man dann dementsprechend hier ein bisschen, ja, abwägen. Man darf, soweit ich weiß, da bin ich mir aber selber nicht ganz so sicher, ich glaube aber, dass man 3 Spieler pro Verein nehmen darf, das heißt, ich kann jetzt nicht
die ganze Mannschaft mit Bayern-Spieler voll machen. Würde ja allein vom Budget schon nicht gehen, aber man könnte es trotzdem nicht machen, weil man irgendwie nur 3 Spieler von jedem Verein nehmen kann. Man sollte aber natürlich auch Spieler jetzt, finde ich, nehmen von Schalke gegen Dortmund, weil das natürlich ein heißes Spiel wird. Und ja, da kann bestimmt einer gut punkten. Also da habe ich ja viele Tore getippt und dementsprechend die werden auf jeden Fall viele Punkte bekommen. Und da gehe ich mal auf Julian Brandt. Ich denke, der kann auf jeden Fall schon mal 1-2 Tore schießen und das wäre schon mega wichtig. Ich würde mal sagen, dass Bürki der Torhüter ist, der auf jeden Fall sehr gut reinpasst, weil es ein heißes Spiel, Schalke wird vielleicht oft aufs Tor schießen, wodurch der dann gut halten kann. So, in der Verteidigung habe ich einen gefunden, Abraham von Frankfurt würde ich da mal reinpacken. Frankfurt wird ja ein schweres Spiel haben, aber mit wenig Gegentoren, das heißt, da könnte man einen Verteidiger auf jeden Fall nehmen. Ich suche gerade noch ein bisschen vergeblich Spieler von Hoffenheim, hier haben wir zum Beispiel ein paar, weil da in der Verteidigung auch wahrscheinlich, hoffentlich laut meinen Tipps zumindest, einiges gut laufen wird. Das heißt, die kriegen nicht so viele Gegentore und dementsprechend haben sie da vielleicht auch einen guten Verteidiger mit dabei und da wählen wir einfach mal den nächsten rein. Und zwar Akpo Guma. Der kann da, wenn er den spielt, auf jeden Fall überzeugen. Weil Robert Skov auch ganz gut ist. Weil der kostet halt mehr, ne? Wir haben nur noch 50 Millionen und müssen auf jeden Fall noch ein paar Spieler reinpacken. Ja, wir tun mal einen Akanji noch rein. Der ist ja. Naja, wobei, der macht viele Fehler. Lass mal Mats Hummels rein tun. Tu noch mal Ezebue rein von Mainz. Dann haben wir 4 Verteidiger schon. Ist halt die Frage so, ne? Die Verteidiger, wenn die halt ein Tor machen, per Kopfball oder so, ist eigentlich schon schlau, die mit reinzunehmen. Aber wenn halt nicht, ist halt schon scheiße irgendwo. Deswegen gehen wir jetzt auf jeden Fall ins Mittelfeld und schauen mal, wen ich da noch an den Start bringen kann. Ich denke, dass Armin Harid der ja beste Schalker sein wird in dem Spiel. Und dementsprechend packe ich ihn mit rein in das Mittelfeld. Ja, Augsburgs Niederlechner kommt noch mit in unseren Sturm. Ja, ich bin mal super gespannt, was der so reißen wird. Man könnte natürlich Haaland mit reinnehmen, aber ja, naja, ich tue lieber 2 Mittelfeldspieler noch dazu. Von Dortmund kann natürlich keiner mehr rein, da ich da schon 3 habe, aber ich kann natürlich einen von Bayern rein. Ich muss noch 2 Spieler rein, habe nur noch 18 Millionen, deswegen muss ich da echt ein bisschen aufpassen. Und packen Höfler rein und dementsprechend können wir dann, Thiago oder Kimmich auch mit reinpacken. Ich gehe auf Kimmich. Ich könnte mich natürlich getäuscht haben, ich gehe auf Kimmich. Was ich dazu sagen muss, also wir haben das jetzt relativ ausgenutzt, das Budget. Also ich habe nur noch 300.000 übrig von den 100 Millionen. Soweit ich weiß, desto höher das Budget bleibt, desto mehr Punkte bekommt man dann von Anfang an direkt. Also ich habe natürlich jetzt Budget ausgereizt, ziemlich. Habe aber dann natürlich dann den Vorteil, dass die dann eben mehr Punkte durch Tore und etc. machen können, durch gute Leistungen zeigen können. Ein Kapitän bringt doppelte Punkte, das heißt ein Spieler, der wirklich, wenn er denn überzeugt, dann auch doppelte Punkte bekommt. Und da geht es ja jetzt dann auch um Tore, um was auch immer. Und ich denke natürlich, dass wenn Lewandowski jetzt schon spielt, dass er auf jeden Fall Kapitän sein sollte. Und falls er dann nicht mehr spielt, falls er ausgewechselt wird oder eben gar nicht spielen sollte, dann braucht man einen Vizekapitän. Und da würde ich auf Julian Brandt gehen, also quasi unsere, naja, fast teuersten. Kimmich ist auch noch relativ teuer. Und ja, ansonsten treten wir dem Turnier bei. Und dann fragt er dich hier, hier steht zwar 20 Euro, aber dann fragt er dich hier, Glückwunsch, du hast ein Ticket für dieses Turnier und kannst es nutzen, um gratis zu spielen. Und dann sage ich natürlich Ticket nutzen, das heißt, ich spiele hier komplett gratis und ja, hier möchte ich auf jeden Fall nichts wissen. Ich möchte mich irgendwie nicht zu an anderen Sachen hier melden, sondern nur für dieses Turnier. Das heißt, ich habe dieses Turnier jetzt gespielt und kann natürlich dann dementsprechend später sehen, auf welchem Platz ich lande, wie viele Punkte ich habe letztendlich. Und ja, bin dann mal gespannt, wie das ausgeht. Und dementsprechend kann man natürlich dann auch einen guten Gewinn daraus ziehen und kann dann, wenn man der Beste ist, sogar 10.000 Euro gewinnen und kann sich die dann super easy auszahlen lassen.
Ich wünsche euch viel Glück. Ihr habt ein Free-Ticket. Ihr könnt das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ansonsten würde ich mich jetzt dann fürs Zuschauen bedanken. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr noch auf dem Kanal seid. Abonnieren. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es dann wieder heißt Bundesliga-Prognose. Ich bin super gespannt. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ach, und übrigens, Leute, ich habe jetzt hier gespielt, sieht man ja. Was ich ganz vergessen habe zu sagen, dieses Turnier könnt ihr natürlich, ist natürlich schade, aber natürlich nur bis Samstag 15.30 Uhr machen. Denn da fängt das Spiel, der Spieltag natürlich an. Das heißt, ab da geht es dann natürlich nicht mehr. Also, schnell machen und dann sehen wir uns.